Ja, und ich schicke dir demnächst eine Herde Zebras vorbei in deine Wohnung. Die werden da aufräumen und ein paar Punkte einsammeln und dann wieder nach Duisburg bringen. Die dritte Liga, wie immer eine extrem spannende Liga, da ist man vor Überraschungen nicht gefeit, aber Marcello hat sich jetzt eingegroovt, 7 von 10, sage ich nur. Hallo Marcel. Hallo Carsten, ja, völlig richtig, damit habe ich fast doppelt so viele richtige Tipps gesammelt, wie der MSV Duisburg Punkte auf dem Konto hat. Also der MSV, das nochmal zur Erinnerung für alle, die es nicht wissen, 4 Punkte aktuell auf dem Konto, Tabellenletzter. Und ich hatte 7 richtige Tipps von 10 am letzten Wochenende. Unter der Woche kamen dann nochmal 5 richtige Tipps von 9 Partien hinzu. Deswegen unter dem Strich glaube ich wirklich, dass die dritte Liga mir mittlerweile ganz gut liegt. Ja, und ich schicke dir demnächst eine Herde Zebras vorbei in deine Wohnung. Die werden da aufräumen und ein paar Punkte einsammeln und dann wieder nach Duisburg bringen. Das erste Spiel, das lautet Ingolstadt gegen Regensburg. Ja, dann sag mal bitte vorher Bescheid, Carsten, wenn die Zebras kommen. Ja, das wäre schön. Natürlich nicht, die kommen immer unangemeldet. Ah, okay. Dann bin ich vielleicht nicht zu Hause. Nein, Ingolstadt gegen Regensburg, Carsten, ein sehr interessantes Duell zweier Mannschaften, die ja schon auf jeden Fall die Ambitionen haben, ganz oben mitzuspielen. Ja, Regensburg hat sich jetzt unter der Woche mit einem 2:0-Erfolg gegen Mannheim im Klassement weiter nach oben verbessert. Doppeltorschütze übrigens Konrad Faber, ein rechter Verteidiger, der schon sein 3. Saisontor damit insgesamt erzielen konnte. Also da ist wirklich jemand oder interpretiert jemand seine Position sehr, sehr offensiv. Und Ingolstadt, ja, die hatten 2 Siege in Folge geholt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt können sie oben anknüpfen oder oben ja, den Anschluss herstellen. Dann haben sie wieder verloren unter der Woche mit 0:1 gegen Viktoria Köln. Trotzdem muss man sagen, Ingolstadt zu Hause bärenstark. 10 von möglichen 12 Punkten holt aus 4 Spielen. 12 der insgesamt 17 Saisontore vor heimischer Kulisse markiert. Haben schon 2x4 Tore erzielt vor heimischer Kulisse. Unter anderem auch im letzten Spiel beim 4:0 gegen Ulm. Und deswegen glaube ich auch diesmal, dass Ingolstadt mindestens einen Punkt holen wird. 1x in Verbindung mit unter 3,5 zu einer Quote von 1,90. Der Tabellenführer Dynamo Dresden reist nach München zu den Löwen. 1860 gegen Dynamo Dresden. Gut, bei den Löwen ist es so wie immer, man weiß nie, was da passiert. Ja, Carsten, das Einzige, was natürlich mal wieder passieren könnte bei 1860 München in naher Zukunft, ist ein Trainerwechsel. Denn sind wir ganz ehrlich, Maurizio Jakubacci, der kann mit seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Die Verantwortlichen können mit dem Trainer nicht hundertprozentig zufrieden sein. An den ersten 9 Spieltagen gab es bereits 5 Niederlagen. Ja, kein einziges Unentschieden, dazu 4 Siege. Das reicht aktuell maximal für einen Mittelfeldplatz. Das heißt, über Aufstieg braucht man sich in Giesing mal wieder gar keine Gedanken zu machen aktuell. Und zwar fielen bis in keinem der bisherigen Matches mit Löwenbeteiligung mehr als 3 Tore. Allerdings hakt es vor allen Dingen auch offensiv bei den Löwen. Und jetzt geht es eben gegen den meiner Meinung nach besten Gegner, den man sich aktuell vorstellen kann, der dritten Liga, gegen Dynamo Dresden, Tabellenführer, unter der Woche wieder gedreht. Ein 0:1-Rückstand gegen Halle zu einem 2:1-Erfolg. Aufstiegskandidat Nummer 1, ohne Frage. Und deswegen bin ich skeptisch, ob der Chancen der Löwen, und sage x2 und über 1,5 zu einer Quote von 1,75. Und dann haben wir Aue als Gastgeber für Saarbrücken. Ja, Aue ist unter der Woche böse unter die Räder gekommen, ja. 0:4 bei Preußen Münster, war die 3. Niederlage schon in Folge. Das heißt, bis zu diesen 3 Niederlagen in Folge hatten sie gar keine Niederlage kassiert. Das heißt, da geht es mit der Formkurve eher nach unten und bei Saarbrücken geht es eher nach oben. Die haben 6:2 gewonnen letzte Woche auswärts in Bielefeld und jetzt ein 1:1 gegen Lübeck, was sich auf den ersten Blick natürlich relativ unzufriedenstellend anhört. Aber sie haben in der 10. Minute der Nachspielzeit durch Amin Naifi durch einen direkt verwandelten Eckball noch den 1:1-Ausgleich in Unterzahl schaffen können. Das heißt, ein Achtungserfolg auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, dass sich hier die beiden Mannschaften auf Augenhöhe begegnen. Und deswegen sage ich 1,70 Halbzeit oder Endstand X. In der dritten Liga fliegen die Spatzen extrem hoch, sind schon auf den 2. Tabellenplatz angekommen. Der SSV Ulm, ja, der Aufsteiger, richtig gut unterwegs. Euphorie in der Stadt. Und die reisen jetzt nach Sandhausen. Ja, Sandhausen ist aber ebenfalls gut in Form, haben 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt oben und haben mit Richard Meyer einen ganz interessanten jungen Spieler, der kam vor der Saison von der U19 des 1. FC Magdeburg und hat jetzt in seinen letzten beiden Spielen jeweils ein Tor erzielt für Sandhausen. Diese beiden Spiele hat Sandhausen auch gewonnen und aktuell sind trotz der Tabellensituation beide Mannschaften nur durch 3 Punkte getrennt und deswegen sage ich, dass Sandhausen zu Hause mindestens punkten wird. 1x und unter 3,5 zu einer Quote von 1,95.
Ja, und der MSV Duisburg immer noch ohne Sieg, jetzt als Gastgeber für Unterhaching. Unterhaching ist schwierig zu spielen. Ja, und sie haben vor allem Matthias Fetsch. Ja, und der hat gleich mal 4 Tore erzielt unter der Woche beim 4:0-Sieg von Unterhaching. Und Unterhaching hat auch 10 Punkte mehr im Klassement als der MSV Duisburg. Und deswegen war ich hier ein bisschen überrascht, dass Duisburg doch als leichter Favorit gehandelt wird in dieser Partie. Ich sehe das beileibe nicht so und sage, Unterhaching wird mindestens einen Punkt von der WDU mitnehmen. 1,62 ist die Quote. Das Schlimme ist, ich glaube, der Kollege Marcello hat recht. Rot-Weiß Essen gegen Ferl. Ferl, die verrückteste, spektakulärste Mannschaft der dritten Liga. 34 Tore fielen bereits in 9 Spielen mit Ferl-Beteiligung. Und Rot-Weiß Essen ist einfach mit die stärkste Heimmannschaft. Sie haben 8 ihrer insgesamt 12 Punkte zu Hause geholt und stehen insgesamt auch bei 4 ungeschlagenen Heimspielen in der laufenden Saison. Und deswegen gehe ich hier auf das 1x in Verbindung mit dem über 1,5. Nehme also beide Ansätze miteinander mit. Und dann gibt es dann eine 1,70 in der Spitze. Mannheim verloren zuletzt als Gastgeber für Viktoria Köln. Völlig offenes Spiel, schwer einzuschätzen. Mannheim heimstark, Viktoria Köln spielstark und deswegen beide Mannschaften treffen 1,55. Na, das ist doch mal kurz und knackig. Bielefeld gegen Dortmund 2. Bielefeld, ja, da ist die ganze Saison schon turbulent verlaufen und da kehrt dann auch keine Ruhe ein. Ja, Carsten, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass eine Mannschaft innerhalb von 3 Jahren aus der Bundesliga sportlich in die Regionalliga durchgereicht wurde. Ich glaube tatsächlich, das gab es noch nicht. Könnte tatsächlich passieren bei Arminia Bielefeld, wenngleich die Saison natürlich noch lang ist. Ich habe nach wie vor auch Vertrauen in die Qualität der Mannschaft, weil die ist auf jeden Fall vorhanden. Allerdings kommen die einfach nicht rein in diese Saison. Sie haben erst 8 Punkte, stehen auf dem Abstiegsplatz. Jetzt geht es noch gegen den unbequemen Gegner, gegen die BVB-Reserve, die zuletzt richtig gut performt hat, die auf Platz 5 steht in der Tabelle. Und Bielefeld kommt eben aus 2 Niederlagen. Sie haben 2:6 zu Hause gegen Saarbrücken verloren, 0:1 in Ferl unter der Woche. Und deswegen muss man hier eigentlich die doppelte Chance X2 anspielen, dass Dortmund mindestens einen Punkt holt in diesem Westfalen-Derby-Duell. Derby ist übertrieben. Und da gibt es eine 1,72 für das X2. Freiburg 2 steht auch unten drin, die reisen nach Lübeck zum Aufsteiger. Ja, da gibt es eigentlich nur zu wissen, dass sich zwei der schwächsten Offensiven der dritten Liga gegenüberstehen. Die einen, Lübeck, haben erst 9 Tore erzielt. Freiburg 2 steht sogar erst bei 7 erzielten Treffern. Und Lübeck hat auch 6 der bisherigen 9 Matches unentschieden gespielt. Das heißt, da geht man gar kein großes Risiko ein. Deswegen gehe ich auch von wenigen Toren in dieser Partie aus im Tabellenkeller und gehe auf das unter 1,5 in der ersten Halbzeit in Verbindung mit dem unter 3,5 nach 90 Minuten. Und dafür gibt es dann eine 1,65. Halle jetzt auch abgerutscht auf einen Abstiegsplatz, Gastgeber für Preußen Münster, wie erwähnt, 4:0-Sieger zuletzt. Genau, und bei diesem 4:0-Erfolg hat Malik Badmaats 3-mal getroffen. Also war ganz klar der Matchwinner in dieser Partie. Preußen Münster zu Hause einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und Halle, ja, die stehen eben auch schon wieder bei 19 Gegentoren, haben sich unter der Woche trotz einer ordentlichen Leistung in Dresden nicht belohnt, wenigstens mit einem Punkt gewinnen, haben dann doch noch 1:2 verloren und haben eben die schwächste Defensive der dritten Liga. Und deswegen gehe ich hier auf über 2,5 Tore, also mindestens 3 Treffer im Spielverlauf zu einer Quote von 1,72. Das waren sie also dann, die Spiele am kommenden Wochenende in der dritten Liga. Hier habt ihr die Übersicht der Tipps von Marcello. Muss man natürlich noch wissen, vom MSV Duisburg hat er keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, 7 von 10 war seine letzte Ausbeute. Also, der Mann hat einen Flow. Euch ein tolles Wochenende.